Hallo liebe Freunde, ich grüße euch ganz herzlich hier von meiner Lieblingszauberwiese oben auf dem Berg. Und ich habe eine kleine Geschichte, die ich mit euch teilen möchte. Etwas ganz Besonderes, was mir in meinem Leben widerfahren ist und wozu ich euch ab heute und hier auf eine ganz besondere Seelen- und Bewusstseinsreise einladen möchte. Genau. Ja, vor nunmehr 9 Jahren, es war um diese Zeit, genau wie jetzt, es war um die Osterzeit, bin ich hier hochgekommen auf diese Wiese, wo ich jetzt hier sitze. Und ich fand sie zum allerersten Mal vor in einem himmelschlüsselgoldgelbenen Flor. Das heißt, diese Wiese blühte über und über von Schlüsselblumen und ich hatte zuvor noch nie so etwas Wundervolles gesehen. Und damit begann meine große Reise. Die Reise von Amman Ada, die Reise der Uressenzen und meine Bewusstseinsreise, die Seelenreise zu mir selbst, hat da ihren Anfang genommen. Ich hatte damals begleitend die Enya Rom-Ausbildung bei Thomas Kinkele gemacht, eine duftschamanische Ausbildung, die bislang der Höhepunkt meines Lebens war. Und in genau diesem Zeitmoment bin ich eingestiegen in das Feld der Uressenzen, in das Seelenfeld der Pflanzen, in die Kommunikation mit den Pflanzen, den Devas, die die Pflanzen hüten, mit den Tieren, den Kristallen, den Steinen und den Zauberwesen unserer Natur. Ja, das ist nun alles 9 Jahre her, ein Stückchen Zeit meines Lebens, in der sehr, sehr viel entstanden ist, in der sich sehr vieles entwickelt hat auf der eben benannten Ebene. Und ich möchte euch heute, ab jetzt, hier, ja, hier und jetzt dazu einladen, mit mir gemeinsam auf Seelenreise zu gehen, für euch selbst auf Seelenreise zu gehen. Ich habe mich gestern tief im Herzen berühren lassen von der Adelheid Brunner und ihrem aktuellen Video und dachte mir, genau, das alte Wissen, das, was in mir lebt, genau wie das neue Wissen, das, was in mir gedeiht und vor allem das, was in den letzten 9 Jahren zu mir gekommen ist, dieses Wissen möchte ich mit euch teilen und ich möchte euch einladen auf diese Seelenbewusstseinsreise, denn in Wahrheit ist es immer eine Begegnung mit eurem wahren Selbst, wenn ihr der Natur um euch herum und ihren zauberhaften, wundervollen Wesen begegnet. Ja, und das, wozu ich euch einladen möchte, sind die Botschaften der Pflanzen, vorderst der Pflanzen, der Blütendevas, zu erfahren, zu lauschen, kennenzulernen, tief in euch zu spüren und zu vernehmen, wie sie euch in eurer Seele berühren, was es mit euch in eurem Bewusstsein macht und wohin es euch führt, welche Türen sich für euch öffnen und ja, was sich damit in eurem Leben vielleicht, wahrscheinlich sehr sicher, zum Besseren, zum Schöneren, zum Optimaleren hin entwickeln möchte. Denn wir alle, das haben mir die Uressenzen damals hier vor 9 Jahren hier auf der Wiese, oder sagen wir, die Schlüsselblume hat es mir erzählt, die Uressenzen sind erst durch die Schlüsselblume gekommen. Ja, wir alle sind auf dem Weg in die eigene Meisterschaft unseres eigenen Menschseins, des wahren Menschseins. Und diese wundervollen Zauberwesen begleiten uns auf liebevollste Art und Weise schon immer. Und sie freuen sich, das kann ich euch sagen, als Botschafterin der Zauberwelt der Natur, der wahrhaftigen Natur. Sie freuen sich von ganzem Herzen und aus tiefster Seele, wenn sie uns dabei begleiten dürfen, wenn sie uns führen und leiten dürfen und wenn sie uns so manches, was in unserer Seele still verborgen liegt, helfen zu finden, uns dabei helfen können, innere Türen zu öffnen, Bewusstseinsfelder zu öffnen und ja, am Ende uns selbst zu erkennen. Denn kein Glück auf dieser Erde ist wohl größer als das der Selbsterkenntnis des eigenen wahren Schöpferwesens in uns. Ja, ihr Lieben, und ich möchte hier an dieser Stelle das allererste, die erste Botschaft, die
die Pflanzen Deva, des Himmelsschlüsselchens, und alle, die hier um uns herum blühen und gedeihen, aller Zauberwesen, aller Tiere, aller Steine, die alle haben damals, als ich hier vor 9 Jahren auf dieser Wiese mich das erste Mal hingesetzt habe und diesen Zauber eingeatmet habe, ihn in meiner Seele aufgenommen habe, tief in meinem Herzen eingepflanzt habe, diesen Samen der Uressenzen. Diese Botschaft möchte ich euch jetzt hier heute verkünden. Und ich habe dazu mein Buch, was ich in den letzten Jahren über die Uressenzen geschrieben habe, was auch hier entstanden ist, hier oben auf der Wiese, das habe ich mitgebracht und ich möchte euch ihre Botschaft jetzt hier vorlesen und mitgeben, auf dass euer Weg vielleicht ein ganz neuer, bewussterer und liebevollerer mit euch selbst wird. Die Blütenuressenzen sprechen zu uns und sagen: Wir sind hier, um euch zu lehren, was in der Tiefe eures Seins still verborgen liegt und einzig auf den Moment der Offenbarung wartet. So sind wir die Essenzen, die ihr selbst in euch tragt, um in der Stunde eurer Wahrheit einzig wahrhaftig zu sein, als das, was ihr wirklich seid. In dieser Erfahrung offenbart sich euer gesamtes menschliches Potenzial und dient somit der Entfaltung des göttlichen Seins in euch Erdenkindern, die ihr Menschen seid. So dienen wir in jeglicher Weise als Toröffner in eure eigenen inneren Welten, die angelegt sind, um in eurer äußeren Welt in Erscheinung zu treten. Das göttliche Erbe wird wahrhaftig durch euch, sobald ihr euch selbst erkennt.